Ihr Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier von Place. Und heute zeige ich dir, wie ihr mit dem Programm Shotcut ein paar Zusatzeffekte anwenden könnt. Viel Spaß! Und ja, da geht's mal wieder los mit einem neuen Shotcut-Tutorial. War ja schon länger her, das letzte Shotcut-Tutorial. Ich dachte mir, ich mache mal wieder ein Shotcut-Tutorial, weil es kommt immer ein bisschen besser an und ja, mit Shotcut kann man doch sehr, sehr viel machen. Ich wiederhole nochmal, das ist ein kostenloses Programm und damit könnt ihr richtig viel machen. Und ja, fangen wir mal direkt an. Ich habe hier mal ein kleines Video in die Timeline gezogen. Ein kleines The Crew-Video, einfach so ganz spontan hier. Muss jetzt nicht, also wahrscheinlich dann euer Video, das ihr bearbeiten wollt, ne? Und wir trennen jetzt zum Beispiel mal ein Part ab, zum Beispiel jetzt mit S hier. Machen wir einen Schnitt. Und in diesem Part hier wollen wir jetzt ein paar so Zusatzeffekte machen. Wir wollen jetzt zum Beispiel, dass wir hier ein bisschen weich zeichnen. Dafür gehen wir auf Filter. Wenn ihr das hier unten nicht habt, dann hier oben auf Filter. Dann auf die Videofilter. Und dann auf Blur. So, und jetzt müsst ihr einfach einstellen. Und zwar müsst ihr hier zum Beispiel jetzt mal 20 und natürlich auf der High auch 20 einstellen. So, das könnt ihr natürlich hier auch eingeben. Ich mache jetzt mal 20. So. Und dann habt ihr das weich gezeichnet. Und jetzt könnt ihr da praktisch vor der Folge praktisch. Ich ziehe mal kurz mein Intro rein, wenn ich das kurz finde. Lalala, wo ist es? Da. Da ist zum Beispiel mein Intro. Kennt ja jeder. So. Und das können wir jetzt hier hinziehen. Und dann kommt das eigentliche Video. So. Na, komm, so. Genau. So, und dann sieht das Ganze so ein bisschen als Vorspann praktisch aus, was denn überhaupt in der Folge kommt. Zum Beispiel jetzt hier. Zum Beispiel jetzt so. Das ist erst so ein bisschen weich gezeichnet. Das liegt jetzt ein bisschen, weil das Programm das erstmal verarbeiten muss, aber es liegt nicht am Aufnahmeprogramm. Und dann es ist ein bisschen lang, aber ihr könnt es auch ein bisschen kürzen einfach. Das reicht also vollkommen, wenn ihr da einfach zum Beispiel jetzt hier so fährt und dann kommt das Intro. Genau, dann habe ich euch noch was zu zeigen. Und zwar habe ich hier herausgefunden, dass man mit Shotcut solche geilen Schlangenlinien machen kann. Und das geht so, ihr geht mal ein bisschen weiter nach unten und dann geht ihr auf Wave. So, und dann seht ihr schon, das Ganze ist schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, so wavig halt. Ich kann das jetzt schon mal abspielen lassen. Ihr seht, das ist so ein bisschen schon. Wir machen das aber nochmal mit ein bisschen mehr Wave. So, pass auf. So, zum Beispiel jetzt so. Ist jetzt übertrieben, aber falls ihr irgendwelche Szenen habt, wo das angewendet werden soll, dann, ja, könnt ihr diesen Effekt gut anwenden hier. Ist ganz cool, einfach so eine Welle halt, und das sind einfach Zusatzeffekte, die ich richtig cool finde bei Shotcut. Außerdem, falls ihr ganz einfach mal Sachen spiegeln wollt, zum Beispiel jetzt, kann ich das zeigen, jetzt zum Beispiel bei meinem Intro hier, geht ihr auf Filter Plus und dann auf Mirror, der ist bei M, weiter unten eher, na, kommen wir mal zu weit, hier auf Mirror, und dann habt ihr das Ganze gespiegelt. Ich kann das jetzt mal abspielen. Dann geht das Ganze in die andere Richtung. Dann steht er halt nicht mehr auf Place, sondern CLPO oder was auch immer. Und ja, ich hoffe, euch hat das Tutorial wie immer gefallen. Es werden auch in Zukunft nochmal mehr Tutorials für Shotcut kommen. Da wird doch richtig coole Sachen kommen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und abonniert natürlich nicht, abonniert natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz kurz bedanken für 100 Abonnenten auf YouTube. Das ist echt ein Meilenstein für mich. Die Tage wird auch nochmal ein Special kommen. Und ja, daran schneide ich jetzt ein bisschen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.